Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich eine weitere Squad Building Challenge Lösung am Start. Also das ist heute wieder auch eher ein kleines, kurzes Video und zwar, ja, sehen wir hier schon Nationalteams und man bekommt ein Elektrum-Spieler-Set, ein Premium-Elektrum-Spieler-Set. Ich bin gespannt, was wir da ziehen werden. Die SPC hat mir so circa 4000 Münzen gekostet. Ich hatte ein paar Erstbesitzer dabei, aber ihr könnt das Ganze wie immer auch ohne Loyalität lösen. Also ihr könnt die Spieler 1:1 so nachkaufen. Ich würde euch aber empfehlen, da vielleicht ein bisschen andere Spieler auch zu nehmen. Zum Beispiel hier könnt ihr euch auch einfach Italiener aus der Calcio A nehmen. Hier zum Beispiel dann Franzosen aus der Ligue 1. Nur der Torwart muss dann aus einer anderen Liga sein. In dem Fall ist der dann halt aus der ersten spanischen Liga und die Verteidiger halt aus der zweiten spanischen Liga. Also ihr könnt das auch wirklich mit anderen Nationen machen. Hier vorne wirklich, ihr könnt auch Franzosen aus der Ligue 1 nehmen. Ihr könnt Engländer aus der Premier League nehmen. Das müsst ihr einfach nur so machen, dass die Chemistry da halbwegs passt. Und ja, wir senden das Ganze dann direkt ab. Ich bin wie gesagt gespannt, ob wir vielleicht was Gutes ziehen können in diesen Packs, die wir dann hier eben bekommen. Also wir haben das Ganze abgeschlossen. Premium Elektrum Spieler Set ist da. Schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare rein, ob ihr was Gutes gezogen habt und ob ihr die SPC überhaupt gemacht habt. Falls ihr irgendwie Packluck hattet, dann schreibt das rein. Und das Pack ist echt alles andere als schlecht. Man bekommt Gold- und Silberspieler. Davon sind 6 Gold, 6 selten. 6 Gold, 6 Silber, Entschuldigung, und 3 selten. Wir drücken einfach mal drauf. Das könnte was Gutes sein. Wir ja, hoffen auf eine Leinwandkarte, auf einen Leinwandspieler. Und es ist tatsächlich ein Leinwandspieler. Sehr, sehr nice. Come on. Vielleicht haben wir Luck. Italien. ZM. Ah, es ist wieder nicht Marquise. Ich habe schon so oft Bonaventura gezogen. Locker 3 bis 4 Mal. Das ist leider wieder nicht Marquise. Aber immerhin eine Leinwandkarte. Und dazu dann noch sehr, sehr viele Silberspieler, die dann auch was wert sind. Und natürlich die Goldkarten auch. Also da bekommt man die 4.000 bis 5.000 Münzen, denke ich, schon wieder rein. Also zum Beispiel hier irgend so ein random Silberspieler, der könnte dann schon was wert sein. Okay, der ist 350 Münzen wert. Ihr müsst dann immer auch auf die Liga schauen, welche gerade bei SBCs gebraucht wird. Keine Ahnung, so ein Spieler sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Kann man auch mal reinschauen. Den kann man auch locker für 700 Münzen oder so wegbekommen. Und Bonaventura ist natürlich auch ein bisschen was wert. Jetzt nicht allzu viel, aber so 1.500. Also ich denke mal, man bekommt die Coins da raus. Deswegen würde ich euch schon raten, die SBC einfach mal zu machen. Falls ihr ja ein schönes Pack öffnen wollt, geht richtig leicht und ihr habt dann eben wie gesagt ein Easy Pack. Und ja, Freunde, das war es dann auch schon wieder mit dem heutigen kurzen Video. Ich werde jetzt auf jeden Fall, denke ich, noch dein Team gleich noch rausbringen oder es ist schon gekommen, ich weiß noch nicht. Und dann war es von meiner Seite aus. Demnächst will ich auch noch ein Pack-Experiment mit Silberpacks machen. Was euch da genau erwartet, werdet ihr aber sicherlich noch sehen dann auf meinem Channel. Und ich möchte mich auch bedanken für die krasse, ja, Resonanz in letzter Zeit, für die Top-Bewertungen, für ja einfach sehr, sehr viele Abonnenten, die da Tag für Tag dazustoßen. Auch, das ist wirklich ein Wahnsinn und das weiß ich auf jeden Fall sehr zu schätzen. Das möchte ich auch euch ganz klar gesagt haben, dass ich das sehr, sehr schätze und dass ich euch da sehr dankbar bin dafür. Deswegen freut es mich auf jeden Fall, dass ihr meine Videos wirklich immer schaut. Also jetzt genau ein Special Thank an dich. Du weißt, was ich meine, dass du eben gerade das Video schaust. Und ja, dann war es das von meiner Seite aus. Leute, vergesst nicht, habt immer High Hopes, nehmt gerne noch beim Gewinnspiel teil. Pipapo, Hashtag Xbox, Hashtag PlayStation. Und dann war's das. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.